Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von What's Going On. Ende bin ich durch heute in der 747 Edition. Das heißt, wir werden durch die Welt fliegen. Nein. Aber mittlerweile beginnen die ganzen Flugzeugfolgen, ne? Also hier, verbrannte Erde Tyrannos war ja die Folge noch in Enderal. Mit der 707 ist ja ein großes Flugzeug. Dann kam die 727. Das ist ja dann in diesen Sammelfolgen gewesen. Ja, dann gab es doch die 737, das ist dann auch eine der Sammelfolgen gewesen, aber jetzt die 747, also die ganzen großen Flugzeugdinger kommen jetzt. Hier, Schwester, möge Mara euch segnen. Ja. Ich habe noch gerade dieses Ding hier, fällt mir gerade auf, das ist La Cure de la Mer. Man kennt den Trick, ne? Erst verkaufen und dann hier hast du deinen Segen. Ja. Greka, ne? Also okay. Ich will jetzt keinen ganzen Dialog mit denen machen. Wirklich, ich will jetzt keinen ganzen Dialog machen. Ich weiß, dass die so ewig lang sind. Nee, hier hast du deinen Segen. Jo! Ah, ne. Das sollte ich ja nicht machen. Hier hast du ein Stück Gold. Ach so. Ich weiß ja nicht, inwiefern ich Maven Schwarzdorn wirklich... Ach, das ist Ingun. Ja, hier, der Segen. Jo. Mach ich. Ach, das ist so eine Nebenquest. Warte, das ist eine Nebenquest. Stehe ich. Okay, wen haben wir denn sonst noch so? Ach, das ist ja auch. Nee. Ich will noch nicht mit den ganzen Kindern reden. Ich wollte diese Folge eigentlich, und damit müssen wir uns jetzt gerade auch mal kurz halten, in Weißlauf die Sachen für Jade herstellen, unsere neue Begleiterin. Denn wir wollen ja so ein, eine Gruppe aufbauen. Viele Begleiter finde ich immer gut, weil man nie alleine ist. Wir haben einen Tank, das ist Mjoll. Wir haben die die All-Zeit-Begleiterin, das ist Siwana. Die kann eigentlich nicht viel, weil ich sie irgendwie nicht ausrüsten kann. Die ist halt verbuggt, aber das macht nichts. Man muss Siwana einfach haben. Wir haben jetzt Jade, die wir zur Einhandkämpferin machen. Wir brauchen dementsprechend also noch einen Bogenschützen. Leider kann ich das nicht mehr mit Mjoll machen. Mit Ayela natürlich, nicht mit Mjoll. Also wir brauchen nur eine Bogenschützin. Wir brauchen eine... Ja, eigentlich ist Siwana unsere Beschwörerin, das stimmt schon. Wir haben... Sie ist die Angreiferin, ja... Brauchen wir denn noch? Was gibt's, wenn ich mir die Statistik mal gerade kurz angucke? Hier, Schwester. Ja, aber ist ja auch mal Gesicht. so, hier, was könnt ihr denn?
Einhand wird Jade. Bogenschießen brauchen wir noch jemanden. Beschwörung ist Sivana. Ja klar, wir brauchen noch einen Zerstörungsmagier. Also eigentlich brauchen wir noch zwei Leute. Einen Zerstörungsmagier und einen Bogenschützen. Und da könnte man ja das sagen, nimmt man immer wieder mal einen so zwischendurch mal mit, wo man immer wieder wechseln kann. Mal den einen, mal den anderen, mal den einen, mal den anderen so. Erstmal aber gehe ich kurz schlafen. Du machst gar nichts, außer vielleicht meinen Segen annehmen. Ja. Nicht mal das. Außerdem lege ich hier noch kurz das Amulett mit der Bella rein. Dann komm. Ja, wo war denn meine Kiste? Was ist an dem Schrank? Da sind die Bücher drin, okay. Okay. Diese Dinger. Wo war denn meine Kiste für die Zutaten? War das hier? Okay. Okay, ich verstehe. So, ich wollte schlafen gehen. Es verzögert sich immer irgendwie alles. Okay, 3 Stunden, das muss reichen. Beast Blood keeps you from restful sleep. Das macht nix. So. Eine Einhandwaffe. Wenn ich, das ist zum Verbessern, die Schmiede natürlich. Ich will sie benutzen. Hallo. Danke. Der größte Scheiße. Great Sword ist ein Zweihänder. Ich sag mal 200. Crimson Bogen. Sagst Damen Schwert. Das ist das beste Schwert, was sie herstellen können. White Horn Long Sword. Ich will eigentlich aber, dass sie ein Schwert bekommt. 3 Lederstreifen. Quecksilberbarren, 1 weißer Knochen. Drei Lederstreifen, Quecksilberbarren, White Dragonborn. Wo kriege ich denn jetzt White Dragonborn Zehr? Bones. Hier nicht, ne? Okay. Kaufen wir vielleicht. Ja, was denn? Kaufen ist auch scheiße. Das ist echt scheiße. Ice Sword, Eternity Ice Fragment krieg ich auch nicht. Antique Ice Iron Sword. Ein Iron Cutlass. Das ist alles kacke irgendwie, ne? Streitaxt ist halt ein Zweihänder wieder direkt so. Ein Iron Mace, das sind ja. Das ist alles irgendwie blöd. Zwei Eisenbarren, 1 Lederstreifen. Komm, machen wir erstmal das. So. Und 1 Lederstreifen. Das ist, dürfte eigentlich ja nicht das große Problem werden. So. Iron Scimitar, Iron Sword. Ich glaube, so ein Scimitar passt nicht zu ihr, oder? Oder doch?
Ich meine, dieser eine Gewichtspunkt. Ich nehme den Skimmy da. Das gebogene Schwert, komm. So, der Schleifstein. Das ist erstmal nur vorübergehend, Leute. So. Da kommt dann ein Eisenbarren drauf. No. Ja. Ach, das sind die ganzen Rüstungsdinger. Okay, Verzauberung. Ja. Da brauche ich erstmal einen Trank, der verbessert, dass ich ja verzaubern kann. Das wissen wir ja wieder, typischerweise. Das ist ja der ganz normale Weg. Das waren nur Zutaten. Hätte ich irgendwo was anderes drin? Regal, da war der Verzauberungstisch. Das wollte ich nicht, den Rubin rausnehmen. Kann hier allerdings öfters mal passieren. Alchemielabor. Ja, Moment. Da waren ja nur Zutaten drin. Ich trage zu viel. Ich, ist mir klar. Aber jetzt kann ich so hier, genau. Damage, Health, nein. Fortify Conjuration. Enchanting. Das ist ja Enchanten, was ich möchte. Fortify Smithing. Okay, ich will ja eigentlich. Es stimmt das schon. Red and Armor Improving is better. Brauche ich wie oft? Ich will Rüstungsteil. Ich mach mal 2. Dann will ich Fortify Enchanting. Ja, hallo. Ja, aufheben so. 15, 15, 15. Okay, dann ist es egal. Items enchanting are stronger. Ach, Moment. Stopp, stopp, stopp. Ach nö. Da hatte ich einen Fehler gerade gemacht. Das, ja. Ja. Das war ein Fehler, dass ich alle genommen habe. Ich hätte nur die mit den Zutaten, die ich brauchte, nehmen sollen. Bei manchen habe ich ja echt extrem viele. Es ist schon der Hammer. Schneebären und sowas. Alter. Violette Bergblume. 163 Zwergenöl. 24. So. Moment, wo war das denn? Ne, die Bücherregal nicht. Weaponwack. Das ist so für Bücher gewesen. Ich hatte doch irgendwo. Oh. Irgendwo hatte ich doch so extra Herstellungsdinger. Diadem, Increase Your Magicka, nein. Create.
Potions, genau. Okay. Das war's, was ich gesucht habe. Okay. Dann habe ich gerade kurz Kacke gebaut. Jo. So. Also. ERT war Enchanting, RET war. Ne, Created Potions ist das gewesen, genau. Was habe ich denn jetzt getan? Jetzt habe ich eine Platte. Na toll. Okay. So. Das war's. Da muss ich die fürs Enchanten nehmen. So, kann ich da nicht nachsuchen? Okay. Da Fortify Smithing 2. Müsste reichen. Und nochmal Fortify Smithing. Fortify Enchanting. Okay, das ist irgendwie doch sinnvoller so rum. Das ist ja der, das ist die Katastrophe, dass ich nicht nach Effekten suchen kann. So. Fortify Smithing. Das. Weapon Improving. Herstellen. Herstellen. So, genau. Auswahl aufheben. Fortify Enchanting. So, jetzt ergibt das nämlich alles mehr Sinn. So. Ist stronger. So. Jetzt ergibt das alles deutlich mehr Sinn. In die Truhe kommt dann gerade mal noch das Platte rein. Die brauche ich nämlich nicht. So. Jetzt ist das Problem natürlich, das hier muss ich jetzt nochmal machen. Da kann ich irgendwie nicht alles da reinmachen. Das ist irgendwie blöd. Kann ich doch? Nee. Kann ich leider nicht. Das macht nichts, das ist, dauert nicht zu lange. So. Die meisten sind ja nur zwei Klicks und so viele Zutaten gibt es dann auch nicht. Zum Glück. So, dann ziehe ich meine ERTs aus, ziehe meine RETs an, genau, die ERTs kann ich wieder in den, geil, danke, Jol. Jetzt verstehe ich das nämlich, was ich hier gemacht habe, so. Kann dementsprechend auch dieses Schwert gerade mal gleich wegschmeißen, weil es ist scheiße verbessert und so geworden. Okay, jetzt verstehe ich, was ich richtig und falsch gemacht habe. Okay. Gut. Also meine Mülldeponie ist hier. Da kommt auch das Ding hin. Ja. So.
brauche insgesamt dann 3 Eisenbarren und was war das? Ein Lederstreifen, glaube ich, ne? So, dann wollte ich herstellen den Scimitar. Jetzt muss ich überlegen. Ich habe ja, wenn ich das trinke, ob ich dann auch besser herstellen kann. Nein. Das macht aber, glaube ich, nichts. Da ist das verbessern. So, den Iron Skimmer mache ich nämlich dann auf 11. So. Ist das nämlich schon besser. Und Rüstung, ne, die Dinger kann ich ja auch machen. Red Dragon Scale Armor. Das ist eine leichte Rüstung. Ich weiß gar nicht, aber wie sehr sowas passt. Red Dragon Scale Shield, Lederrüstung. Stoddernd, also Pelz und so. Das passt erstmal. Okay, so. Jetzt ging es darum, die zu enchanten. Erstmal das Schwert ja nur. Damit wir halt einen vernünftigen Angriff haben. Ich hätte bestimmt auch ein Enchanting Table gerade bei mir im Haus gehabt, aber fällt mir gerade so auf, aber gut, das macht ja nichts. Ich habe die Enchanting Sachen dabei angezogen. Ja. Okay. So, das heißt, ja, diese Rüstungsdinger muss ich noch gar nicht machen. Habe ich auch noch nicht so viel. Ich bin mir gerade gar nicht sicher, ob ich Immersive of Armor installiert habe. Muss ich mal gerade kurz gucken. Creatures, aber nicht die Armors. Okay. Wer seid ihr? Gerda. Ich auch. So, hier ist der Enchantment Table. Einen Trank kann ich nehmen. Habe ich einen Stein dabei, der mit Seele gefüllt ist, natürlich. Okay. Dann trinke ich einen Enchantment Trank. Und mache da drauf einen Schaden. Sagen wir, boah. Ach, das ist nur für Magie. Schon, nee. Nee, sowas ist kacke. Silent Moons, nee. Lähmen ist immer gut. Frostschaden. Ja, machen wir mal einen Frostschaden. Das klingt für mich doch gut. Frost- und Feuerschaden. Achso, es geht nur eins. Frost- und Magikaschaden. Nein, Ausdauer absorbieren. Ja, das klingt doch sehr gut. So. Jade und Jage. So. Und das wird dein Dagger. So. Und um die Rüstung kümmern wir uns dann nächste Folge, würde ich sagen. Macht's gut, bis dahin und ciao.